So. Hallo erstmal und danke, dass ich hier sprechen darf. Mein Name ist Michael Böhm, ich bin aus dem Kreisverband Hof Wunsiedel. Das ist in Oberfranken, Bayern, ganz, ganz oben im Norden. Das war früher, Zonenrandgebiet, ja. Ja, Entschuldigung, ich bin kein erfahrener Sprecher. Dankeschön. So, eine parteinahe Stiftung ist das Ende der Piratenpartei. Ihr fahrt da nach Frankfurt, um einen Nagel in den Sarg der Piratenpartei zu schlagen. Stiftungen dienen immer der verdeckten Parteifinanzierung. Danke, das tun sie nicht. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass ich eben genau solche Aussagen gehört habe. Wir müssen auch wissen, dass wir hier, ich glaube, einen kleinen Kreis bilden von Leuten, die glauben, dass es so etwas geben kann, wie eine Stiftung, die eben nicht so ist, wie das, was man bis jetzt kennengelernt hat. Ein guter Freund von mir, der auch hier neben mir sitzt, der den Vortrag dann auch richtig halten wird, hat einen hervorragenden Vergleich gebracht. Mit dem Küchenmesser kann ich sowohl meine Ehefrau zerstückeln, als auch einen sehr feinen Salat anrichten. Was wir also aus einer solchen Stiftung erzeugen, das ist das, was wir, ich sag mal, was ich gerne als piratischen Input nennen möchte. Wie aber, und wenn wir eine solche Stiftung wollen, wenn eine solche Stiftung auch Geld in die Hand nehmen können muss, Geld aus der öffentlichen Hand, Globalmittel, dann muss sie einem engen rechtlichen Feld folgen. So, nun bin ich Kfz-Mechaniker und ich bin Fluggerätmechaniker und ich habe ein bisschen Physik studiert, aber mit solchen Sachen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und wenn ich mein Auto reparieren lasse, gebe ich es dem Kfz-Mechaniker, nicht so schlecht, gebe ich es dem Kfz-Mechaniker. Und wenn ich eine Stiftungssatzung erarbeiten lassen möchte, die möglichst gut ist, möglichst transparent, aber möglichst auch alle rechtlichen Gegebenheiten abdeckt, dann gehe ich zum Rechtsanwalt. Und deswegen ist hier Peter Senf, der eben, ihr habt es vielleicht auf dem Pad gesehen, eine Stiftungssatzung entwickelt hat. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an den Peter. Ich muss dich sichtbar machen. Wieso? Bist du uns? Okay, ich mache den Peter schnell sichtbar. So. Hallo, also das Übel über mich ist schon berichtet worden. Ich bin Jurist, noch dazu als Rechtsanwalt. Um es mal auf den Punkt zu bringen, ich bin sozusagen kein Pirat, sondern Freibeuter. Ich habe also eine staatliche Lizenz, Menschen ärmer zu machen, wie man mir mal gesagt hat. Die Bundesstiftung der Piratenpartei soll das genaue Gegenteil bewirken. Ich bin der mit diesem bösen Vergleich Küchenmesser. Ehefrau oder andere, wir wollen mal genderlike auch sagen, Lebenspartner kann man auch zerstückeln oder halt eben Salat schneiden. Das Werkzeug muss geführt werden. Die Satzung, die ich auch entwickelt habe im Kompletten, ist nur ein Vorschlag. Wir haben heute Vormittag eine Satzung gesehen, die in wesentlichen Punkten übereinstimmend ist mit der, die ich entwickelt habe. Ich habe einige Differenzen dazu, aber das ist eine Geschmacksfrage. Es gibt nicht die Satzung, wie es nicht die Stiftung gibt. Ich habe hier mal ein bisschen was ausgeführt. Jetzt mal bitte durchgeben. Das sind so Bildchen. Was kann man alles mit so einer Satzung machen? Wie ist sie aufgebaut? Warum überhaupt so eine Satzung? Die Warum-Frage stellt sich mir als Jurist zunächst einmal grundsätzlich nicht. Für mich stellt sich die Frage, was ist denn überhaupt so eine Satzung? Ein Rechtsprofessor von mir sagte immer, wenn man nicht weiter wusste, fragen, kann man das essen? Wenn man sagt nein, hat man schon die Hälfte der Antwort geklärt. Was ist eine Satzung? Sie ist zunächst einmal unabhängig. Die Unabhängigkeit, das haben wir heute Vormittag bei den verschiedenen Fragen gehört, dürfte ein Riesenproblem sein. Unabhängig, aber gleichzeitig parteinah. Also wasch mich, mach mich aber nicht nass. Sie ist selbstständig, sie ist gemeinschaftsförderlich. Das sind so diese Dinge, die wir, um auch gesetzlichen Vorgaben der Gemeinnützigkeit nachzukommen, erfüllen müssen. Sie ist aber auch an die Parteizwecke gebunden.
Wir haben heute Vormittag gehört, eine solche Stiftung darf keine Parteiarbeit durchführen. Das stimmt, ist aber auch wieder falsch. Sie muss unparteiisch sein, aber der Wahrheit parteilich verbunden. Denn darum geht es letztlich. Welche Aufgaben hat eine solche Stiftung? Um es mal grundsätzlich zu sagen, alle Aufgaben, die die Partei selbst nicht erfüllen kann, weil sie Partei ist, die sie nicht erfüllen will, weil ihre politischen Vorstellungen entsprechend sind und last but not least, die sie nicht erfüllen soll. Nicht erfüllen soll ist so dieser Bereich zwischen noch nicht strafbar, aber wir schauen schon über den Tellerrand hinaus. Genau das soll ja der Unterschied sein. Aber auch das muss ich sagen, auch die heute Vormittag vorgestellte Stiftungssatzung kann in falschen Händen sehr wohl auch zu falschen Ergebnissen führen. Deswegen ist die Frage, Stiftung ja oder nein, oder richtige Stiftung ja oder nein, nur die eine Hälfte der Frage. Die Stiftung soll frei von Tagespolitik sein. Wenn die Piraten erfolgreich sein wollen, müssen sie Tagespolitik machen. Wenn heute, müssen sie. Ich weiß, die Stirn geht auch mir in Falten, aber es muss, wenn heute eine Sau durchs Dorf getrieben wird, muss die Piratenpartei dazu Stellung nehmen. Das ist noch im Moment ein großes Problem, weil nicht eine Stellung genommen wird, sondern verschiedene. Das ist etwas so wie Polytheismus. Wir haben für jeden Fall einen eigenen Gott. Möglicherweise sollten wir uns da zum Monotheismus durchringen. Der hat sich auf Dauer als positiv herausgestellt. Gut, gut. Das ist ja schön. Eine offene Diskussion definitiv nicht. Aber frei von Tagespolitik sollte sie sein. Neutrale Informationsbeschaffung. Wir haben auch gehört, es gibt so und so viele andere Stiftungen, parteinahe Stiftungen. Was machen die denn? Die haben den langen Atem. Die können beschaffen, die können auch über den Tellerrand hinausblicken, die können mal in die besetzten Gebiete gehen, wo eine Partei möglicherweise nicht hingehen kann, nicht hingehen will. Das heißt, die Neutralität, ein wenig wie die Schweiz, nur ohne Steuerbefreiung, die Neutralität sollte beibehalten werden. Und man kann parteiferne Netzwerke aufbauen. Ich weiß, dass bei den Piraten das Wort Netzwerk immer ein bisschen wie Intrigantenstadel klingt, aber ohne Netzwerke wird es nicht gehen. Der Aufbau, den ich anempfehle, der im Wesentlichen aber auch aus den ganz normalen Gegebenheiten herauskommt, ist eine Bundesstiftung, 16 Länderstiftungen, die, und ich habe das mal auf den Punkt gebracht, gleich im Wesen sein sollen, aber in ihrer Eigenart unterschiedlich sein können. Die Bayerische Landesstiftung kann für Weißbier sein, während die von Nordrhein-Westfalen für das Getränk, was man in Reagenzgläsern trinkt, sein kann, ohne dass man unpiratisch sein muss. Rechtsformen. Ich werde heute nicht so sehr viel zu Rechtsformen sagen. Ich denke, wir hören da heute noch was dazu. Es gibt im Wesentlichen zwei Rechtsformen, die in Betrieb sind. Gut, der nächste Vergleich wird sexistisch, dann wird es noch lauter. Gut. Im Übrigen, warum gibt es hier keinen Sergeant of Arms? Wenn man etwas Falsches sagt, wird irgendein Fünfer irgendwo in eine Kasse reingelegt. Ich denke, da können wir sehr zur Parteienfinanzierung beitragen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Stiftung im Rechtssinne. Wir haben Stiftungen, die Stiftung heißen und nach dem Stiftungsgesetz bestimmt sind. Wir haben heute Vormittag auch gehört, es gibt eine Partei, die leistet sich das. Das ist die Partei, die es kongenial geschafft hat, die 5%-Hürde als Chance anzusehen. Die anderen Parteien haben alle den Verein gewählt. Warum? Eine Stiftung hat im Grunde genommen einen Zweck, das Stiftungskapital zu erhalten. Wir haben in Deutschland bekannte Stiftungen. Die bekannteste Stiftung, jedenfalls unter Stiftungsexperten, ist die Fuggerei. Eine soziale Wohnungssiedlung in Augsburg, die hat den 30-jährigen Krieg und zwei Weltkriege überstanden. Die hat all ihr Geld in Landwirtschaft und Wälder angelegt. Ob das sehr piratig ist, weiß ich nicht, aber man hat wenigstens eine Zukunftsperspektive.
Die anderen haben Vereine gebildet. Um es mal unjuristisch auszudrücken, die Möglichkeit des Vereins ist, von der Hand in den Mund zu leben, was man einnimmt, auszugeben. Im Grunde genommen das, was man in einem guten Haushaltsplan, wenn die Frau Merkel jetzt wieder spricht, auch hört. Es gibt aber auch andere Vorteile. Einer der Vorteile, wir werden es dann an der Satzung, die ich entworfen habe, sehen, ist, man kann sehr viel einfacher, sehr viel schneller agieren. Hat natürlich, auch das muss ich wieder sagen, den Nachteil, dass die Kontrolle, wenn man sehr schnell agieren kann, manchmal zu spät ist. Gut, jetzt habe ich hier piratige Bezeichnung. Ich denke mal, das ist ein Feld für Germanisten und sonstige Menschen mit kreativer Begabung. Ich habe mir auch von einem Germanisten sagen lassen, es ist eine Frage, ob man piratig oder piratisch sagt, aber das bitte im Ausschuss besprechen. Ich habe meiner Stiftungssatzung einen Namen gegeben. Ich wollte nicht XXX-Stiftung sagen, aber wie gesagt, bitte, das ist nur ein Name, nur ein Lückenbüßer. Sitz der Stiftungen, naturgemäß dort, wo die Entscheidungen fallen. Nicht im Industrieclub in Düsseldorf, sondern bei den Parlamentssitzen, also Berlin und sonst wo. Zweck und Aufgaben. Auch hier kann ich mich sehr kurz fassen. Bildung als allererstes. Ich hätte zwar gesagt, bei den Piraten Seefahrt tut Not, aber Bildung ist wohl das wichtigste Thema. Wir haben in Deutschland einen Rohstoff, der unbegrenzt zur Verfügung steht, nämlich Dummheit, und dagegen müssen wir vorgehen. Das geht, indem wir informieren, das geht, indem wir forschen, das geht, indem wir zum Beispiel Stipendien vergeben. Haben aber alles heute früh schon gehört. Das geht, indem gesellschaftlicher Einfluss durchgeführt wird. Kein primär politischer Einfluss, sondern gesellschaftlicher Einfluss. Ich habe hier einen besonderen Punkt einem Freund von uns gewidmet, Bildung und IT-Institut. Das wird man dann sehen, wenn wir die Satzung einzeln durchgehen. Man kann zum Beispiel die gesamte Piraten-IT in so eine Stiftung hineinnehmen, aber das ist vielleicht ein Zuckerl oder ein Bonbon. Der Punkt Partei Nähe, Kontrapartei Ferne, grundsätzlich ein Widerspruch. Ich möchte es an dem Beispiel erläutern, das ist wie eine Ehe. Eine Ehe ist der Versuch, zwei Menschen, die nicht zusammenpassen, auf Dauer ins Unglück zu bringen. Ein bisschen ist es bei der Stiftung auch. Eine parteinahe, unabhängige Stiftung bedeutet, beides zu vereinen. Das kann man weder durch eine Satzung noch durch irgendwelche Beschlüsse herbeibringen, das kann man nur leben. Man kann, wie gesagt, alles missbrauchen. Ich denke, hier kann dieser Widerspruch nur piratig aufgelöst werden, das heißt dynamisch und nicht statisch. Deswegen warne ich davor, das in irgendwelche Satzungszwecke hineinzugeben, das in irgendwelche Dinge hineinzugeben, die von vornherein festgelegt sind. Das muss auch die Zeit bringen. Gemeinnützigkeit. Gemeinnützigkeit ist etwas, was bei uns in der Abgabenordnung geregelt ist. Die Abgabenordnung regelt, wie der Staat zu Geld kommt. Die andere Regel ist die Papierdruckerei. Wir müssen uns an gesetzliche Vorgaben halten. Als Jurist habe ich in der Regel mit Sachen zu tun, die schiefgegangen sind. Es kommt zum Rechtsanwalt die Leute, die ein Rechtsproblem haben, sowie zum Arzt die Leute kommen, die krank sind. Die Gesunden sehen wir nicht. Hier, wenn wir eine Satzung machen, haben wir die Möglichkeit, die potenziellen, die zukünftigen Krankheiten zu verhindern, beziehungsweise bereits eine Heilung vorzusehen. Deswegen ist der Aufbau, den ich vorschlage, ein möglicher Aufbau, der flexibel ist. Die Wirkung der Gemeinnützigkeit ist, dass Spenden eingeworben werden können, wenn gewisse andere Vorgaben erfüllt werden. Wir haben es heute von Haushaltsmitteln, Haushaltsausschuss, vom Hinterzimmer gehört. Wenn diese Hinterzimmervorgaben erfüllt sind, ich nenne das jetzt mal ganz eindeutig Hinterzimmervorgaben, dann kann auch an den globalen Mitteln partizipiert werden. Wir haben heute von Michael gehört, die Befürchtungen, was alles mit so einer Stiftung geschehen kann. Ja, wir brauchen Geld. Geld ist ein Übel, ein notwendiges, nur keines zu haben, ist noch übler. Die von mir entworfene Satzung hat eine begrenzte Mitgliederanzahl. Wir haben heute gehört, es gibt auch andere Vorstellungen von einer unbegrenzten Mitgliederanzahl. Es gibt für beide gute Gründe, die dafür, aber auch die dagegen sprechen. Die von mir ausgearbeitete Satzung soll aktive mitarbeitende Mitglieder haben. Haben wir
eine Stiftung mit 500 Mitgliedern, dann ist schon allein die Abhaltung einer Mitgliederversammlung sehr, sehr kompliziert. Widerspricht das nicht den piratischen Vorstellungen? Ja und nein. Nein, weil man bei einer begrenzten Mitgliederanzahl natürlich etwas zur Gegensteuerung unternehmen kann. Alles das, was im Vereins-, im Stiftungsgesetz vorgesehen ist, ist entwickelt worden, bevor es das Internet, bevor es Liquid Feedback und gab. Nichts spricht dagegen, dass man, wie heute hier, ich hoffe, die Nase ist nicht zu glänzend, alles überträgt. Nichts spricht dagegen, dass man bei Mitgliederversammlungen jedermann, jeder Piratin, jeden Piraten Zugang lässt zum Mitdiskutieren. Nur, das ist meine Vorstellung, wenn es an die Arbeit geht, reicht es nicht aus, mitzudiskutieren, man muss mitarbeiten. Aber das ist, wie gesagt, ein Wertungswiderspruch, der aufgelöst werden kann, nicht aufgelöst werden muss. Die von mir erarbeitete Satzung, wie gesagt, ein Vorwurf, muss gemacht werden. Der Kooption sieht vor, dass die Mitglieder von den Mitgliedern gewählt werden. Das ist ein bisschen seltsam, wenn man das so liest. Man könnte sagen, die anderen machen das auch, das funktioniert. Das ist aber keine gute Begründung. Mit der Begründung kann man auch Hämorrhoiden gutheißen. Die anderen haben es auch. Es gibt bei mir eine Mischung aus gekürten Mitgliedern. Die sind von den Landesstiftungen quasi hingeschickt. Und gewählte Mitglieder, die, und hier haben wir die Parteinähe, von der Partei, beziehungsweise von den Parteigliederungen vorgeschlagen werden. Die zahlenmäßige Begrenzung, wird man sehen, ist eine mögliche. Organe. Wir Juristen sagen Organe dazu, Herz, Lunge, Nieren. Und ungefähr so ist auch hier der Aufbau. An erster Stelle wird der Vorstand genannt, obwohl es nicht der wichtigste Teil ist. Nur der Vorstand hat die Verwaltung, den laufenden Betrieb zu leisten. Wie der Vorstand aufgebaut ist, ob er ehrenamtlich oder nicht ehrenamtlich ist, ist Geschmacks- und Ausgestaltungsfrage. Auch hier gibt meine Satzung keine konkrete Vorgabe. Das kann gelebt, das kann geändert werden. Das oberste Organ ist die Mitgliederversammlung. Wie ich bei der zahlenmäßigen Begrenzung ausgeführt habe, ist die zahlenmäßige Begrenzung einer Mitgliederversammlung ein geeignetes Mittel, die Leistungsfähigkeit, die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten, hat, auch das muss man sagen, den Nachteil, dass hier sehr, sehr leicht, sehr, sehr gerne geklüngelt wird. Wir haben heute Vormittag gehört, das Parteiengesetz verbietet einiges. Ich habe das Parteiengesetz dabei, wer Einschlafstörungen haben möchte, ich gebe sie ihm. Es gibt viele Regelungen, aber auch hier gilt, alles kann umgangen werden. Meine Satzung hat einen Beirat. Ich habe das Wort fakultativ dazu geschrieben, damit man sieht, dass ich Fremdwörter beherrsche. Es muss nicht so sein, kann so sein. Als weitere Möglichkeit habe ich Fachausschüsse vorgesehen. In meiner Satzung sind Vorstand, Beirat und Fachausschüsse nicht zwingend von Mitgliedern beschickt. Das heißt, der Nachteil der beschränkten Mitgliederanzahl kann durch eine Öffnung für Nichtmitglieder, Nichtmitglieder der Stiftung wohlgemerkt, ich spreche jetzt nicht von Parteimitgliedern, wieder geöffnet werden. Rechenschaft und Prüfung, das ist der Punkt, der zum einen ganz, ganz strengen gesetzlichen Vorgaben entspricht. Wir haben heute früh gehört, dass die Herren in Zivil, waren auch Damen dabei, weiß ich jetzt nicht, waren es nicht, ja gut. Die können mitunter, wenn man an weibliche Wirtschaftsprüfer denkt, sehr viel spitzeren Bleistift ansetzen. Die kommen, die schauen nach. Also der Vorwurf, wir können dann, wenn wir das Geld haben, damit tun und lassen, was wir wollen. Wir kaufen uns ein Piratenschiff und entern. So leicht wird es nicht gehen. Aber, und das ist das Wichtigste, um aus der Stiftung eine piratische Stiftung zu machen, müssen natürlich hier Regelungen eingezogen werden, die piratentypisch sind. Das kann man aber nicht, das sollte man nicht in einer Satzung aufnehmen, um zum Beispiel die Gefahr von vornherein zu verhindern, dass man überhaupt nicht eingetragen wird. Das kann, das muss meines Erachtens, wie in der Partei auch, in einem demokratischen Prozess durchgeführt werden. Demokratische Prozesse haben einen Vorteil, sie legitimieren, sie haben einen Nachteil, sie sind nicht immer gewiss, aber ich denke, mit der Ungewissheit kann man in einer Partei sehr gut leben. Die Satzung
Ich habe heute gehört, es werden einige Offline-Piraten da sein, deswegen habe ich solches Zeugs da, man nennt es Papier. Also wer etwas haben möchte, 10 Stück sind da. Es gibt sie aber auch auf meinem Pad zu sehen. Die Satzung ist die Verfassung. Das heißt, sie gibt den Rahmen vor. Wie bei einem Rahmen ist es die Aufgabe des Künstlers, das Bild zu gestalten. Man kann in einen wunderschönen Rahmen ein hässliches Bild hineinmalen. Man kann in einen hässlichen Rahmen ein schönes Bild hineinmalen. Auch das, meine ich, um jetzt als Jurist zu sprechen, ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe derjenigen, die das Bild zu gestalten haben. Die Gründung, wie schnell geht es? Ich wage mal zu behaupten, in 3 Wochen hätten wir das. Eine Bundesstiftung und 16 Landesstiftungen. Dass das natürlich nicht demokratisch legitimiert so schnell geht, ist auch klar. Aber es ist nur eine Frage des Wollens und dann lässt es sich relativ schnell umsetzen. Mein Plan, den ich hier vorstelle, sieht vor, dass die vorhandenen Bildungsinstitute, die vorhandenen Vereine nicht integriert werden. Ich sehe jetzt schon einige Augenbrauen nach oben gehen. Wenn man die integrieren möchte, dauert es länger, wird es komplizierter, ist aber nicht unmöglich. Hier wäre sozusagen eine Durchmarschaufgabe. Die Kosten für die Gründung sind relativ gering. Etwas aufwendiger wird es sein, Personen zu finden. Hier empfiehlt es sich naturgemäß Menschen, die eine gewisse Erfahrung mit diesen Dingen haben. Wir haben heute einen Banker gehört, wir haben heute jemanden gehört, der für verschiedene Stiftungen unterwegs ist. Das wären meines Erachtens die Menschen, die für den Aufbau, für die Gründung einer solchen Stiftung sehr, sehr notwendig, sehr, sehr wichtig sind. Denn auch das ist klar, wenn man das Instrument hat, man muss es bekannt machen, man muss es vernetzen, man muss die Menschen finden, mit denen man dann Leben in die Stiftung hineinbringen kann. Wie finanziert sich das Ganze? Spenden. Jetzt werde ich hier hören, Spenden, ob das ausreicht. Ich gehöre der katholischen Kirche an, 2000 Jahre erfolgreich mit Spenden gelebt, also gar nicht so schlecht. Wir haben von Globalmitteln gehört. Das mag sein, aber Verlogenheit und Auferstehung muss nicht alles sein. Globalmittel, das ist so ein schönes Wort. Globalmittel klingt so positiv und neutral. Das ist das, wovon wir heute gehört haben, was im Hinterzimmer, Erweckungserlebnis, was im Hinterzimmer ausgedealt wird. Das müssen wir nicht alles gut finden. Das kann die Piratenpartei, wenn sie es in den Bundestag schafft, ändern. Im Moment, auch das ist ein typisch juristischer Satz, im Moment ist es so. Wenn die Piratenstiftung Geld bekommt, um einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, ihre eigene Finanzierung zu ändern, dann sägt sie, könnte man auch zynischerweise sagen, am eigenen Ast. Aber wenn es der Ast ist, der einen stört, dann die Säge raus. Nur die Säge muss man auch erst bekommen. Sonstige Mittel, das ist bitte jetzt nicht das, was der Altkanzler Kohl als sonstige Mittel bezeichnet hat. Sonstige Mittel können andere Zuwendungen sein. Man kann auch das ist etwas, was eine Partei so jedenfalls nicht hauptsächlich in ihren Vordergrund stellt, man kann auch wirtschaftlich tätig sein. Ich habe als Möglichkeit in der Satzung, habe ich eine gemeinnützige GmbH, die ein eigenes Bildungsinstitut ist, mit vorgesehen. Das ist eine Möglichkeit. Bitte, wie gesagt, das sind Werkzeuge. Ob man sie nutzt oder nicht, ist eine zweite Frage. So, und das ist schon das Ende des Vortrages. Da kann man das auf dem Pad sehen. Hier, wie gesagt, nochmal altertümliches Papier. Und jetzt möchte ich gegrillt werden. Also Widerspruchslosigkeit kenne ich nur sonst aus der Ehe in der Anfangszeit. Ja, also ein was die wirtschaftliche Tätigkeit einer solchen Einrichtung angeht, da würde ich beinahe dafür plädieren, das satzungsgemäß für eine Piratenstiftung absolut zu verbieten. Wohin das führt, das sehen Sie bei der FDP und das sehen Sie bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Zahl der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, die man in dem Zusammenhang erlebt, die nimmt kein Ende. Gut, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, auf der anderen Seite viel Feind, viel eher. Ich würde einfach mal die Frage stellen, ist es nicht möglich, die Stiftung einfach ohne Beschränkung der Mitgliederzahl zu machen
und dann, wenn wirklich nötig, ein Zwischengremium zu machen, das durch die Mitgliederversammlung gewählt wird, damit man handlungsfähig ist und trotzdem alle mitentscheiden können? Das ist möglich. Wie gesagt, das ist nur ein Vorschlag. Wir haben heute früh ein genau anderes Modell gesehen. Das ist, auch das bitte ganz neutral, reine Geschmacksfrage. Nur, man muss irgendeinen Geschmack auswählen. Das ist halt, wie gesagt, nur eine Möglichkeit. Das ist weder gut noch schlecht, sondern man kann es gut oder schlecht machen. Ja, ich will das nochmal verstärken, das Argument. Ich denke schon, dass es eines der Grundsätze der Piraten auch sind, dass sie sich selbst mandatieren, also nicht ausgewählt und geschickt werden. Und diese Geschichte mit der Mitarbeit, ja, ich denke, das muss man versuchen, auf einem anderen Weg zu klären. Und ich würde mich eher freuen, wenn sich viele dafür interessieren würden. Und die Konflikte, die entstehen, damit muss man auch ähnlich wie in der Partei dann umgehen. Gut, also wie gesagt, das ist nur ein Vorschlag. Den Vorschlag, den wir heute Vormittag gesehen haben, hat einiges, hat vieles für sich. Dieser Vorschlag hier sieht aber nicht vor, dass es, ich sag mal, ein völliger Closed Shop ist, sondern es wird in Verantwortung von den Landesgliederungen und von den Landesstiftungen beschickt. Es ist also nicht ein völlig freier Zugang zu der Mitgliedschaft. Aber wie gesagt, eine Möglichkeit, ich möchte es jetzt nicht als die einzige Möglichkeit darstellen. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass es auch nicht 16 Landesstiftungen sein müssen, dass wir uns auch auf 12 oder 8 einigen können? Denn ich kann mir gut vorstellen, dass einige Landesverbände, gerade die kleineren, sich vielleicht eher an die größeren anhängen. Das kann man ja auch über 2 Bundes- oder 3 Bundesländer machen. Also möglich ist alles, da ich aus Bayern stamme, also aus einem flächenmäßig sehr, sehr großen Land, möchte ich den Bremen aber die Möglichkeit nicht nehmen. MacPom ist kein Bundesland, sondern eine Lebenseinstellung. Eine Frage zu den Vorteilen der Mitgliederbegrenzung. Ich bin eher ein Befürworter der unbegrenzten Mitgliederzahlen. Wenn Sie sagen, die Mitglieder sollen mitarbeiten, welche Aufgaben speziell hätten denn die Mitglieder selbst, außer der Mitgliederversammlung mit abzustimmen bei der Stiftung? Also das Modell, wie ich es vorgestellt habe, kann zum Beispiel allmonatliche Mitgliederversammlungen durchführen. Wie gesagt, es gibt Fachausschüsse, hier kann man feste Zuordnungen des einzelnen Mitglieds zu einzelnen Aufgaben nehmen. Da die Mitglieder hier aus den Ländern beschickt sind, ist die enge Verzahnung zwischen den Landesstiftungen, der Landesarbeit und der Bundesstiftung hier möglich. Wie gesagt, es gibt kein, es ist das einzig Richtige oder das einzig Falsche. Ich muss nur sagen, als Jurist sehe ich die Handlungsfähigkeit als eine der wichtigsten Aufgaben einer solchen Institution an. Auf der anderen Seite, auch das muss ich ganz klar erkennen, heißt Piratik nicht unbedingt die Handlungsfähigkeit an vorderster Front zu nehmen. Das bitte jetzt als kleine Kritik von mir. Wenn ich das vergleiche mit der heute Vormittag vorgestellten Satzung, da hat man die unbegrenzte Mitgliederzahl, dafür aber noch diesen Verwaltungsrat dazwischen, Verwaltungsrat zwischengestellt und den Vorstand, der da im Prinzip das Bindeglied bietet. Das ist schon klar, nur aber eines muss man sich ganz, ganz klar machen. Jede Stiftung ist an sich unpiratisch, denn sie ist elitär. Wie auch immer man Elite definiert, aber es werden Menschen ausgewählt, die hier zu konkreten Zielen arbeiten. Das muss so sein. Wenn man heute ein Stipendium vergibt, dann vergibt man es einem einzigen Menschen. Du wolltest gegrillt werden. Insofern stelle ich dir mal eine schöne Frage. Es gibt eine schöne Antwort. Hoffe ich. Mit wie vielen Leuten im kleineren oder im größeren Kreis oder auch bundesweit hast du dich über deinen Vorschlag unterhalten und deren Ratschläge eingeholt? Meinst du in juristischer Hinsicht oder in politischer? Nein, ich meine jetzt tatsächlich Schwarmintelligenz. Da muss ich ganz kurz Klammer aufmachen. Schwarmintelligenz setzt voraus, dass die Mitglieder des Schwarmes keine Intelligenz haben. Deswegen sehe ich das bei den Piraten nicht. Klammer geschlossen. Das ist eine juristische Ausarbeitung. Das ist keine politische Ausarbeitung. Das ist eine sehr interessante Frage, aber nicht die, die an die Satzung gestellt wird, meines Erachtens.
Denn, wie gesagt, Inhalte müssen gefüllt werden. Um es mal ganz zynisch zu sagen, diese Stiftungssatzung könnte auch eine der CSU sein. Es kommt auf die Inhalte an. Wie man das nennt, ist völlig egal, was man daraus macht. Nochmal, Küchenmesservergleich. Ich halte es hier absichtlich, das ist der Gegenentwurf zu dem, was wir heute Vormittag gesehen haben, absichtlich frei. Du hast es hier mit einem Smoothie zu tun, insofern Küchenmesser ist ein liebend gern von mir gesehener Vergleich. Ich danke dir für die Ausführungen. Bitte. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll jedes Mitglied dieser Stiftung in einem der Arbeitskreise fest eingesetzt sein. Also wie in einem Parlament der Parlamentarier, der zu einem Ausschuss geht oder so. Habe ich das richtig verstanden? Das ist eine Möglichkeit. Okay, dann würde ich mich doch glatt dafür aussprechen, dass man sagt, so viele Mitglieder wie möglich und jeder, der vielleicht Interesse hat, so mitzuarbeiten, der kann sich dafür ja melden und dann wird abgestimmt und dann geht derjenige halt in diesen Arbeitskreis. Oder man macht die Arbeitskreise offen und sagt, jeder kann mitarbeiten, wie er will. Auch ein Modell. Wie gesagt, ich sehe es neutral. Wenn es politisch nicht gewünscht ist, die begrenzte Mitgliederzahl, dann muss es anders gemacht werden. Ich wollte nur ein Modell vorstellen. Das heißt jetzt wirklich nicht, dass es das Beste ist. Es mag das Effizienteste sein, aber Effizienz ist nicht unbedingt in Deutschland im Sinne von Gleichschaltung immer gut gewesen. Ja, ich habe nur eine Frage, dass ich bei Landesstiftung von Anerkennung der Bundesstiftung abhängig. Damit würde aber wahrscheinlich eine Landesstiftung nie eine Anerkennung vom Finanzamt kriegen. Nein, das muss ich anders sehen. Die Landesstiftungen sollen von der Bundesstiftung anerkannt werden, denn Ziel muss es sein, dass es pro Land nur eine Stiftung gibt. Das heißt, nicht konkurrierende Stiftungen in den Ländern. Das sollte das Ziel sein, unter anderem auf Gründen der Landesparlamente liegend. Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass also hier eine Anerkennung stattfinden muss, die eine staatliche ersetzt. Das nicht. Anerkennung. Also das heißt, dass sie sozusagen dann eine Untergliederung der Bundesstiftung wäre? Nein, auch ganz bewusst keine Untergliederung. Okay. Es sind eigenständige Stiftungen, die, hier ist der Aufbau, aber durch ihre Struktur die Bundesstiftung beschicken. Also es ist eindeutig eine föderale Bundesstiftung, die ich hier vorgestellt habe. Ich glaube, ich muss mal versuchen, politisch, piratisch und juristisch zu denken. Das sind nämlich bitte nicht versuchen, juristisch zu denken, das widerspricht sich. Nee, nicht immer. Aber um hier einen Dissens irgendwie klar zu machen. Eigentlich müssten wir Piraten erstmal unsere Eckpunkte machen. Das ist politische Denke. Was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Was wollen wir zulassen? Und dann kommt das Handwerk, dann kommen nämlich die Juristen. Und ob das nun Verein, Stiftung nach... Staatsgrundlagen, die einfach Handwerk sind, im Prinzip muss klar sein, was lässt die Partei, sprich piratisch zu, wie viel Freiheit wollen wir haben und der Rest, die Grenzen, gibt uns Grundgesetz und Landesgesetze, Bundesgesetze und sonst was vor und die Juristen haben so viel Handwerk, das dann hineinzugießen. Sehe ich das so richtig? Ja, natürlich. Aber ich stehe hier als Jurist und nicht als Politiker. Ja, das habe ich schon kapiert, bloß ich wollte also vorne unseren Smoothie mal ein bisschen drauf, also nee, erstmal gucken, wo sind die Basics, die Eckpunkte. Nee, das ist aber nicht ein Wertungswiderspruch. Nein. Das ist kein Wertungswiderspruch. Mein Auftrag wäre gewesen, mach eine Satzung. Ja, zeig deine Eitelkeit, du kannst das. Wunderbar. So kam der Kreisvorsitzende von Hof Unsiedel auf mich zu, ich sagte, das ist leicht, habe gelogen natürlich, es war Handwerk nicht leicht. Handwerk ist das. Das kannst du, dafür hast du studiert und dafür hast naja, du ja, dafür nicht. Gut, aber mir geht es um Folgendes. Im Prinzip müssten erst die Eckpunkte fertig gemacht werden, bevor dann Juristen dran gesetzt werden. Denn dein Vorschlag ist eine Sache, eine Stiftung nach Stiftungsrecht wäre eine andere Sache, denn die Vorgaben, die das Gesetz des Vereinsrechts oder des Stiftungsrechts vorgeben, das ist zum großen Teil festgefahren. Eben nicht. Wir sehen es ja an der unterschiedlichen Ausgestaltung der beiden heute vorgestellten Stiftungen. Die können völlig unterschiedliche Herangehensweisen, was die Mitgliederzusammensetzung anbelangt, zeigen. Richtig. Nur ich denke, man muss auch die verschiedenen juristischen Möglichkeiten, oder gibt es etliche, muss sie aufzeigen, um hier eine Diskussion anzubringen. Nur über die
Gründe, die Zwecke, die Zielsetzungen zu sprechen, ohne zu wissen, wie die umsetzen kann, führt meines Erachtens zwar zu einer guten Diskussionskultur, aber sehr, sehr selten zu Entscheidungen. Ja gut, aber du hast doch als Jurist gelernt zu subsumieren. Sollte man meinen, ja. Gut, insofern würde ich ja vorschlagen, erstmal sich zu einigen. Worauf? Was wollen wir? Ja, welche Freiheiten wollen wir haben? Wollen wir alle Mitglieder mitbestimmen lassen oder nur wenige? Das ist ja das im Prinzip. Ja, also erstmal vielen Dank für diese doch sehr umsichtige Einführung in die Satzungsproblematik, weil ich denke, wir können da sehr viel mitnehmen für unsere weitere Diskussion. Es ist sehr offen und wir sehen auch, wir können mit der Gestaltung der Satzung tatsächlich auch dann die Ziele besser garantieren und erreichen. Ich glaube, was wir auch im Hinterkopf behalten sollten, ist die Frage, wir alle stehen ja für eine erhöhte Beteiligung der Bürger und wir möchten auch eine stärkere Beteiligung von Interessierten an einer parteinahen Stiftung, was ich aus vielen Beiträgen herausgehört habe. Wir müssen uns aber klar werden darüber, wie sieht dann die Praxis aus. Die Arbeit der parteinahen Stiftungen ist eine Arbeit, die sehr langfristiges Engagement erfordert, die zweitens auch zum Teil sehr hohe Kompetenzen erfordert. Und da brauchen wir auch, wenn wir eine Beteiligung zulassen, auch eine gewisse Sicherheit und Gewährleistung, dass die Leute, die sich melden, dann bei einem Projekt mitarbeiten können, die über ein, zwei oder vielleicht auch sogar drei Jahre zum Teil gehen können. Das müssen wir einfach mit berücksichtigen und nicht nur kurzfristig auf diese Partizipation Wert legen, was mir natürlich auch sehr wichtig ist, sondern wir müssen sehen, was bedeutet es ganz konkret für die Praxis einer parteinahen Stiftung. Ich habe zwei bis drei Fragen. Nur zu? Die erste Frage ist, hier steht auch wieder nichts darüber drin, wie du mit den Sachen umgehen möchtest, die in der Stiftung erarbeitet wurden. Also sind die frei verfügbar oder nicht? Ist es Absicht, dass es nicht drin steht oder nicht? Wäre Frage 1. Das ist pure Absicht. Das ist pure Absicht, weil das meines Erachtens eine rein politische Frage ist. Wie die zu beantworten ist, ich glaube, da brauchen wir hier keine Frage stellen. Die Antwort kennen wir. Deswegen brauche ich die nicht in eine juristische Satzung hineinschreiben. Okay, dann hast du noch hier drin stehen, dass es 39 Mitglieder geben darf. Ist das richtig? Ist ein Vorschlag, ja. Okay, warum 39? Also einmal ungerade Zahl, damit ja, kein Patt da ist. Und zum anderen kannst du sehen an der Zusammensetzung, das ist die Rückseite dieses Blatts, wie es zusammengesetzt ist. Ah, okay. Es wird beschickt aus Landesverbänden und Landesstiftungen. Aber das ist eine rein willkürliche Zahl. Ich hätte auch 42 reinschreiben können, aber der Sinn des Lebens ist halt ungerade. Gut, und die Organe da drin bestehen halt dann nur aus Vorstand und Beirat, wobei der Beirat sich... ist nicht notwendig, nein. Okay, alles klar, danke. Kannst du vielleicht kurz mal ausführen, was der Unterschied ist, wenn man jetzt die Landesstiftungen oder existierenden Stiftungswerke im Land einbezieht oder wenn man die sozusagen neu gründet, wie da die Zeitskalen sind und wo das juristische Problem da ist? Weil es ist mir nämlich ganz klar. Juristisches Problem ist es nicht, es ist zu machen. Es dauert nur länger. Aber das ist wie gesagt auch eine reine Geschmacksfrage. Wenn ich die bestehenden Bildungswerke einbinden möchte, was ja durchaus sinnvoll ist, dann muss ich aber, wenn ich eine relative Vereinheitlichung haben möchte, muss ich zum Beispiel sagen, wenn ich mehrere Bildungswerke pro Land habe, ich wähle eines aus. Das ist ein Problem, was ich nicht lösen möchte. Deswegen sage ich, ihr seid alle so gut, dass ich euch alle missachte, ich gründe eine neue, bringt eure Kompetenz ein, bringt das Personal ein. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, die schneller geht. Das ist eine rein technische Frage. Das hat also, nichts, aber rein gar nichts mit juristischer Notwendigkeit zu tun. Also man müsste die nicht in irgendeiner Weise als Gesellschaften anpassen dann zu diesem Zwecke? Müsste man nicht, aber wie gesagt, es ist nur eine rein technische Abwicklung. Ich hätte auch noch eine Frage. Kannst du bitte erläutern, welchen Vorteil neben einer Stiftung auf allgemeiner bundesweiten Ebene auch noch die Unterteilung in Landesstiftungen hat?
Ja, zunächst einmal hat es damit was zu tun, wir haben es auch heute gehört, dass es von den Ländern Zuschüsse gibt, wenn wir es rein aufs Finanzielle herunterbrechen. Das ist aber der schlechteste Grund. Der beste Grund ist, wir sind ein Bundesstaat. Und ich denke, auch wenn wir sehen, die Piraten haben Landesverbände, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, subsidiär vorzugehen. Nicht alles, was ein Küstenland, wir haben heute MacPom gehört, interessiert, kann mit Kompetenz in Bayern geklärt werden. Wir haben einen einzigen Leuchtturm in Lindau. Bloß als Beispiel. Das ist aber eine reine technische Umsetzung unseres föderalen Aufbaus. Das ist natürlich etwas, was uns verlangsamt. Aber es ist auch etwas, was eine Kontrolle, was eine Vielfalt ermöglicht. Und ich denke, Vielfalt ist das, was die Piraten auf ihre Fahne geschrieben haben, mit unter anderem. Ich würde gerne nochmal die Frage von Jens aufgreifen. Wir hatten vor 2 Jahren, als wir das Bildungswerk Nordrhein-Westfalen gegründet hatten, hatten wir folgendes Problem, dass in der Satzung drin stand, also das Bildungswerk, die genaue Formulierung habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ist Teil des Bundesverbandes, der Bildungswerke der Piraten. Und daraufhin wurde vom Gericht in Bonn bemängelt, dass wenn das so ist, also wenn da so ein enger Zusammenhang besteht, dass dann alle Gründungsmitglieder oder alle Gründungsmitglieder des Vereins Nordrhein-Westfalen auch die Bundessatzung mit unterschreiben müssen. Also insofern war das ein juristisches Problem auch und das war natürlich dann auch nicht mehr ganz einfach hinzukriegen. Also gut, das ist das Problem, was ich hier in dem Entwurf anders gelöst habe. Aber das Problem bleibt bestehen. Das Problem bleibt bestehen, wie viel Unabhängigkeit müssen Landesstiftungen haben und wie viel Einigkeit muss es geben. Das ist aber kein juristisches Problem, sondern das ist auch ein tatsächlich gelebtes Problem. In meinem Vorschlag, wie gesagt, ein Vorschlag sieht es so aus, dass die Landesstiftungen vollständig unabhängig sind und die Landesstiftung den Bundesstiftungszusammenhang herstellen. Nicht der Bund oktroyiert die Landesstiftungen, sondern die Landesstiftungen beschicken. Auch das ist eine Form der Repräsentanz. Aber wie gesagt, nur eine Form. Und das würde das Problem, was ich eben geschildert habe, lösen? Oder das würde das Problem gar nicht aufkommen lassen, weil es das Ganze auf den Kopf stellt. Okay. Aber wie gesagt, das Problem ist grundsätzlich eines, wenn wir versuchen, verschiedene Landesstiftungen zusammenzubringen. Das war eben das, was ich vorhin mit Wertungswiderspruch gebracht habe. Aber mit dem Widerspruch kann man leben. Und wenn ich jetzt höre, das Amtsgericht Bonn hat dies und jenes entschieden, auch das ist juristisch leider sehr, sehr häufig. Was in Bayern geht, wird in MacPom als sehr anrüchig angesehen und umgekehrt, aber naja, es ist ermessen, ja gut, ich bin auch dafür, dass man alles, was an Bier unter 0,5 Liter ist, als verfassungswidrig anerkennt, aber da werde ich nicht durchkommen. Ich würde gerne anregen, dass der Vorstand nicht bis zu 4 Personen umfasst. Also ich finde alle notwendig, den Ersten, den Stellvertreter, den Schriftführer und den Kassierer. Aber wie wir eben schon hatten, ungerade ist immer ganz gut, weil dann kannst du nämlich bei Abstimmungen irgendwie ein Ergebnis erzielen. Also ich fände das intelligenter, wenn in der Satzung irgendwie stehen würde, dass ungerade wichtig ist und dass es mindestens 4 sein müssen. Danke, das habe ich schon gesehen. Deswegen hat bei Stichwahlen der Vorsitzende die Stichstimme. Das finde ich nicht gut. Das ist, wie gesagt, nur eine Möglichkeit. Klar, ja, man kann 5 machen oder 7, aber wie gesagt, ist nur eine. Naja, aber deswegen, also du willst ja Feedback und darum gebe ich dir das. Ja, klar, darum, klar. Ja. Aber meine Erfahrung ist, dass bei 4 Leuten meistens nur 3 da sind. Und manchmal auch nur 2. Aber das ist eine persönliche Erfahrung. Nee, das ist eine aktive Einladungspolitik. Um Gottes Willen, Telefon, was war das? Auf gar keinen Fall. Jetzt sagst du es nochmal. Ich habe gesagt, bei einigen Dingen da drin kommt mir so vor, dass du da es darauf angelegt hast, dass ein Lacher oder eine Frage herauskommt, wo du eine gute Pointe setzen kannst. Aber das ist mir jetzt bloß aufgefallen. Auf gar keinen Fall. Nee, ernsthaft. Das ist ja ein extrem trockenes Metier. Wer diese Satzung durchliest und mir sagt, ich habe das verstanden, der lügt mich entweder an oder nötigt mir vollends Respekt ab. Das macht man nicht jeden Tag. Wer das mag, hat einen gewissen Schaden, sympathischen Schaden, wie ich meine, wenn ich mich ansehe, aber er muss einen Schaden haben.
So, ich lese das ein wenig als Schlussapplaus. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Gut, dann schönen Dank. Wir sind super im Zeitplan.